Willkommen zurück hier auf dem Channel. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast dabei. Wir haben gerade schon ein Video gedreht, deswegen sind wir schon eingesprochen und das wird jetzt nochmal professioneller werden hier. Unsere Stimmen sind schon warm. Unsere Stimmen sind sehr warm. So wie du hast mich vorstellen lassen, möchte ich dir natürlich die gleiche Ehre geben. Deswegen darfst du dich einmal selbst vorstellen. Wer bist du denn überhaupt und was machst du auf meinem Kanal? Ja, was mache ich auf deinem Kanal? Wir unterhalten uns ganz gut über das Thema Männlichkeit. Nämlich das ist auch das Thema, mit dem ich damals gestartet bin. Beziehungsweise ich und der Martin, ich bin ja zu zweit. Er sitzt gerade hinter uns im Büro, also hinter ist unser Büro. Und was wir machen Männlichkeit stärken. Das heißt, unsere Zielgruppe sind natürlich die Männer. Und wir helfen Männern in allen möglichen Problemen, die sie meistens mit Frauen haben. Das heißt, das ganze Flirt-Thema, das ganze Beziehungsthema, aber auch das ganze Sexualthema. Das heißt, was mache ich, wenn ich mich beim Sex ungenügend fühle oder vielleicht Erektionsprobleme habe, zu früh komme und diese ganzen Geschichten. Da haben wir einen ja auch sexualpsychologischen Hintergrund, der einfach unwahrscheinlich gut funktioniert. So, das ist das, was ich tue. Dazu haben wir einen Blog, wir haben YouTube-Kanal, wir haben einen großen Workshop, wir gehen reisen, wir gehen nach Rumänien, also wir machen lauter so ein Zeug, wo man einfach als Kerl richtig viel Spaß haben kann und nebenbei auch seine Persönlichkeit entwickelt und vielleicht das ein oder andere Thema löst. Das klingt sehr gut. Das ist übrigens der Sven, denn er hat ganz viel erzählt über seinen Namen nicht. Oh mein Gott, mein Name ist Sven Philipp und wir hatten das ja vorhin schon. Ja, genau, das ist dein Nachname. Genau, mein Nachname ist Philipp. Hallo Herr Philipp. Herr Philipp. Also, ich bin Herr Philipp. Wunderbar. Und jetzt frage ich den Herr Philipp, den Sven Philipp. Nein, also das Interessanteste ist, glaube ich, erstmal um diese ganze Diskussion Männlichkeit zu starten. Warum ist das denn überhaupt so ein wichtiges Thema? Weil es ist ja doch manchmal ein bisschen abstrakt so. Männlichkeit, das ist jetzt so ein Begriff. Wenn ich jetzt sage, ich bringe dir Flirten bei, da können die Leute was mit anfangen. Aber wenn ich jetzt sage, Männlichkeit, das ist wichtig, dann fragt man sich, okay, warum ist das so wichtig? Das ist deshalb so wichtig, weil wir als Männer in Form unserer Persönlichkeitsentwicklung, also wie bin ich der Mann, der ich sein will? Wie kann ich die Sachen erreichen, die ich erreichen will? Gibt es universelle Techniken oder universelle Herangehensweisen, die bei Männern wie Frauen gleichermaßen funktionieren? Und es gibt die ein oder anderen Unterschiede, ich habe es ja ganz kurz angesprochen, von wegen der Sexualdynamik und der Sexualpsychologie zwischen Mann und Frau auch, wo es sich lohnt, bei Männern ein bisschen eine andere Strategie zu verwenden, sich persönlich weiterzuentwickeln, als das die Frauen tun zum Beispiel. Und um einfach mal gleich zu starten da rein, wenn du dich als Kerl weiterentwickeln willst, dann ist es insbesondere sehr, sehr wichtig, dass du dir in deiner Geschlechtergruppe Hilfe holst. Dass du also nicht versuchst, bei Frauen zu fragen, hey, sag mal, wie mache ich denn das mit den Frauen? Weil dann kriegst du meistens Tipps, die sind unwahrscheinlich gut gemeint und auch voll vom Herzen gemeint, von wegen, du musst liebevoll sein, nett sein, zeig der Frau, dass du sie magst. Aber es bringt halt nicht so viel, weil die Struktur und die Denkweise einfach eine sehr weibliche ist. Yeah. Und wenn du dann diesen Denkweisen folgst, dann ziehst du vielleicht ganz, ganz viele Männer an, die an dir interessiert sind, aber irgendwie nicht die Frauen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, eine der wichtigsten Sachen, finde ich, dass du dir eine männliche Bezugsgruppe holst, die dir zeigen, was bedeutet es, ein Mann zu sein. So, das ist so der große Rahmen für das, was so meiner Meinung nach wichtig ist, wenn wir über Kerle reden und über Männer reden. Und warum eigentlich Männlichkeit stärken und nicht Menschlichkeit stärken? Ja, das ist natürlich auch eine ernst gemeinte und auch eine wichtige Kritik, die ich häufig höre, im Sinne, warum macht ihr hier Männlichkeit stärken? Ja. Es gibt doch auch ganz viele eurer Tipps, kann man als Frau auch nutzen. Ja, stimmt. Aber bestimmte Aspekte, und das sind gerade die Aspekte, die wir auf unseren Reisen oder in unseren Workshops hervorheben, sind halt nicht nutzbar, wenn du auch eine Frau bist. Beziehungsweise wenn du eine Frau bist, dann musst du es unter dein eigenes Geschlecht, nämlich unter die Frauen, und hast eine Frauengruppe, was meistens automatisch passiert. Genau, das machen die ja auch. Bei Männern ist es ja so, wir reden nicht, aber redet nicht. Oder man trifft sich zum Fußballschauen und wenn man dann genug gesoffen hat, dann liegt man sich vielleicht auch doch mal im Arm. Ja, ja, ja. Aber ansonsten ist das so, komm mir bloß nicht zu nah, weil ich bin nicht schwul. Genau, ich bin nicht schwul. Oh mein Gott. Genau. Ich kenne mich mal einen Teilnehmer bei den Flirt-Profis damals und wir haben uns halt zur Verabschiedung alle so umarmt. Also nicht mal besonders krass, einfach nur ganz normal umarmt. Und er war dann so, ich umarmt euch alle, das ist ja krass, das bin ich ja gar nicht gewohnt. Also das hat mich total schockiert. Das ist halt wirklich, wenn ich da reingehe, das ist halt wirklich eine fiese Sache. Weil ob nur Männlein oder Weiblein, unsere Haut hat ein Bedürfnis nach Kontakt. Und es gibt viele, viele Männer, die
keine Ahnung davon haben, dass man dieses Bedürfnis nach Körperkontakt durch Umarmungen, durch von mir aus auch mal kuscheln, durch einfach mal nebeneinander sitzen, auch von sich von Männern holen darf, weil wenn man das tun die vielen Männer nicht. Und dann überfrachten sie die Frau damit so mit all ihren Bedürfnissen nach Kuscheln, gerne auch ausschließlich die Frauen nach Sex und alles drum und dran. Wenn du deine einzige Berührung von deiner Freundin herholst, dann ist das A, sehr bedürftig und B, nicht notwendig. Absolut. Da haben wir das Thema Abhängigkeit. Wir haben eben schon im anderen Video darüber gesprochen, Im Video auf deinem Kanal. Da bist du halt wieder abhängig, weil das die einzige Quelle ist. Aber auch gerade so, und das habe ich in meiner früheren Beziehung gemerkt, sie ist die einzige Person, mit der ich über wirklich tiefe Themen rede. Ja. Und wenn das die einzige Person ist, also komplette Abhängigkeit, deswegen ist es super, super wichtig, emotionale Nähe, dass man da ein anderes Verhältnis zu Männern. Ich habe zum Beispiel, also ich kuschel viel mit meinen Freunden, einem guten Kumpel, wenn ich zu Hause bin bei dem, wir liegen dann im Bett rum, gucken eine Serie und so, dann kuscheln wir so ein bisschen. Das ist voll entspannt. Oder mit meinem Kumpel, wir nennen das immer so Herzensumarmung. Kennst du das? Ja. Wenn man so hier sich genau, hier so, man muss auch so umarmen. Dann, genau, der auf der Seite, dass sich so die Herzen sozusagen berühren und dann bleiben wir auch immer so ganz lange im Kontakt so. Ja. Sind dann so, ich hab dich lieb, ich hab dich auch lieb und solche Sachen. Und das klingt total schwul, wenn man es so sagt. Also dieses Vorurteil. Der eine oder andere Zuhörer und Zuschauer muss sich jetzt auch denken, oh fuck. Oh ja, genau. Aber genau die sollten dranbleiben, weil hier geht es um eine essentielle Geschichte, eine wirklich essentielle Geschichte, die gerade auch dann, und das habe ich ja festgestellt, die meisten Männer kommen ja immer dann an, um sich ihre Persönlichkeit zu entwickeln, wenn sie mehr Erfolg bei Frauen haben wollen. Und gerade dann ist diese Mann-Mann-Dynamik unwahrscheinlich wichtig. Absolut. Das ist krass. Ich hatte das damals bei meinen Flirt-Profis-Videos, da hatte ich auch so ein pinkes Hemd an und dann waren die so, was, der hat ein pinkes Hemd an, was will der mir denn über Frauen erzählen? Und ich dachte mir so, viel Arbeit zu tun. Viel Arbeit zu tun. Also Männlichkeit stärken, das ist eine ganz wichtige Sache, das haben wir gerade schon geklärt. Wie mache ich das? Wie machst du das? Sie machen das die Zuschauer, ne? Meistens sind es ja, also sagen wir mal so, in 90% der Fälle sind es ja irgendwie die Frauen, die uns in unserer Männlichkeit herausfordern. Mhm. Das heißt, durch die Frauen kriegen die meisten Kerle irgendwie mit, irgendwie soll ich was tun. Weil es in der Beziehung scheiße läuft, weil sie da keinen Sex haben oder weil es mit ihrer Sexualität nicht so gut läuft oder weil sie gar nicht erst in eine Beziehung bzw. zum Sex kommen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man sich bedenken soll, dass die meisten Männer schon mit einem Ziel dahinter sagen, okay, um die Frau zu bekommen, muss ich an meiner Männlichkeit arbeiten oder an meiner Persönlichkeit. Und das ist wichtig, auch mal einfach im Kopf zu behalten, weil das, weil das die Grundlage ist, auf der wir so ein bisschen erstmal anfangen zu arbeiten, weil es die Motivation ist. Und dann ist so, das sage ich mal, über Bande zu gehen. Das heißt, wenn du mehr Erfolg zum Beispiel bei Frauen haben möchtest, dann empfiehlt es sich, das Ding mit dem Flirten, das lernst du durch die anderen Kerle, durch die anderen Männer. Das lernst du nicht, indem du deine beste Freundin fragst und sag mal, hey, wie schmeiße ich mich denn an dich ran? Sondern das lernst du, indem du einen Kumpel hast, der vielleicht weiß, wie es funktioniert, und sagst du, hey, wie mache ich das? Weil diese anderen Männer haben sozusagen eine Erfahrung, wie du aus dir heraus, jetzt hat es gut gewackelt, das Licht, wie du aus dir heraus auf Frauen zugehst, um das ein bisschen greifbarer zu machen. Deine männliche Bezugsgruppe ist der dir das Selbstbewusstsein gibt. Denn die meisten Kerle, die ich kenne, wie sie Probleme bei Frauen haben, haben meistens so einen Vaterding am Laufen. Das heißt, der Vater war entweder komplett nicht anwesend oder emotional nicht anwesend. Und das sorgt dann meistens dafür, dass sie sich an der Mutter orientieren und extrem bedürftig der Weiblichkeit gegenüber werden. Ja, genau. Und dann ist es essentiell, dass man wirklich mal unter Kerle geht. Weil unter diesen anderen Kerlen kriegt man mit, okay, die sind alle irgendwie rau und die lösen ihre Probleme nicht, indem sie irgendwie die Probleme ausdiskutieren und aussprechen und ganz viel reden, sondern die machen irgendwie die Dinge so anders. Und dieses, was sie denn so anders machen, das sind so viele kleine Mikrosignale, so viele Winzigkeiten, so viele, okay, der eine ist handwerklich ganz gut und der andere, der will halt ringen die ganze Zeit. Ich habe einen Kumpel, der will die ganze Zeit immer nur ringen. Wenn du ein Problem mit denen hast, dann sagt er, alles klar, du, ey, ich spüre dich nicht, ich muss mal ringen. Ich muss mal ringen. Wie geil ist das? Und das ist auch wirklich geil. Also nicht im sexuellen Geist, sondern nein, das ist auch wirklich geil, weil danach hat man keine Probleme mehr. Danach kennt man die Stärke von den anderen, man hat den anderen gespürt. Und dieses Miteinander-Ringen anstatt gegeneinander kämpfen ist essentiell. Ja. Weil die Männer, die große Probleme auch beim Flirten haben, um wieder mal die Frauen als Motivation herauszunehmen, die sehen meistens den anderen Kerl als Konkurrenz.
als, oh, wie kann ich den ausstechen, um die geile Ische zu bekommen? Aber eigentlich, und da hast du viel mehr Erfolg, ist, wenn du dein Rudel um dich herum hast. Hm. Und das ist auch ein großer Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich habe mal mit dem Bachelor von, das ist so eine Serie, ich bin jetzt nicht mehr ganz der Bachelor, die Serie. Ja, der Bachelor. Ja. Und sie haben mal versucht, und er war einmal Bachelor gewesen in einem so dieser Serien, also wirklich deutsches Top, nennt sich Deutschland, wenn die so diesen Contest gewinnen. Germany's Next Topmodel, irgendwie sowas. Ja. Und das hat er gewonnen, deswegen ist auch der Bachelor geworden. Und er meinte, die haben das mal versucht, auch andersherum zu machen. Weil beim Bachelor funktioniert es, dann hast du da irgendwie 20 Frauen, die alle versuchen, sich gegenseitig auszustechen und so, ja, und wie kriege ich den? Und das haben die mal versucht. Die haben das einmal versucht. Und er meinte, das Ding ist so kräftig in die Hose gegangen, weil die ganzen Kerle sind zusammengekommen, haben sich gefreut, ey geil, ja, hier kann ich ein bisschen Bier saufen und am Pool liegen. Du findest sie doch eh am Geisten. So, wir alle haben jetzt Spaß beim Daten, aber machen da nichts Großes. Und wenn du rumbeliehst, du kannst dann mit ihr richtig flirten. Das heißt, die haben sich, anstatt sich gegenseitig auszustechen, haben die sich untereinander abgesprochen und haben gesagt, okay, alles klar, du bekommst die. Stimmt, das gab es doch nur einmal. Ich habe auch mal eine Werbung dafür gesehen, habe ich dann nie wieder gehört. Wie lustig. Und das ist diese Sozialdynamik, wie wenn sie gut funktioniert. Ja. Dass die Männer unter sich sind, dass sie klar sich untereinander sozusagen ihre Rangfolge haben und dann die Sachen unter sich ausmachen und gar nicht dieses, oh, wie kann ich den anderen wegtreten, um irgendwie zu der Frau zu kommen. Das ist eine wichtige Sache, dieses geh unter Kerle. Wenn immer Leute zu mir kommen mit irgendwelchen Flirtproblemen oder Beziehungsproblemen, Sexualproblemen, ist meine allererste Frage, wie viel Zeit verbringst du nur unter Männern? Und die Antworten sind kolossal schrecklich, also umso schlimmer das Frauenproblem, umso weniger Zeit verbringen sie unter Männern. Und das ist ein ganz einfacher Ansatzpunkt im Sinne von, wie stärke ich meine Männlichkeit? Verbring Zeit unter Kerlen. Gerade dann, wenn dein Vater nicht das beste Vorbild dafür war, verbring möglichst viel Zeit unter Kerlen. Such dir neue Mentoren, such dir neue Vorbilder, damit du dir diese vielen kleinen Mikrobewegungen, vielen Mikrodenkweisen alles abschaust. Weil als kleiner Junge kriegen wir halt irgendwann mit, hey, ich gucke mal mir runter und kriege mit, okay, ich habe einen Schniedel und Mama hat keinen Schniedel. Also kriegen die immer mit, oh mein Gott, ich bin anders als die Mama. Mhm. Und dann, okay, Papa hat auch einen Schniedel, alles klar. Also bin ich wohl wie der Papa. Und dann fangen sie sich an zu überlegen, okay, was macht denn Papa so? Okay, wie macht er denn das? Und auf einmal gibt es wirklich in dem Moment, wo sie es dann mit 3-4 Jahren mitbekommen, kriegen sie auch mit, okay, fangen sie sich auch viel mehr an, auf den Vater zu konzentrieren. Zum Anfang ist natürlich die Mutter noch super wichtig, aber der Vater wird immer wichtiger. Und bei manchen fehlt das und dann kommen halt diese entsprechenden Probleme, die danach kommen. Das heißt, der erste wichtige Punkt, Männlichkeit zu stärken, ist, hab ein gutes Rudel, hab gute Freunde um dich herum. Das ist so krass essentiell, wie soll ich das sagen, mach's, krieg's mit. Weil dann, wenn es nicht funktioniert, sind meistens keine Kumpels da. Oder keine emotionalen Kumpels. Wir hatten das mit der Nähe, ne? Also nicht nur Fußball gucken Kumpels, sondern auch wirklich Kumpels, wo man sich auch mal herausfordert. Und man sagt, hey, guck mal, auch mal wertschätzend ist, aber auch mal herausfordernd ist und sagt, hey, hier läuft vielleicht gerade was schief bei dir, ne? Guck mal rein. Wo man mal sagt, so, hey, guck mal, darin bist du cool, aber schau da mal hin, was soll denn der Scheiß? Warum ziehst du das immer ab? Yeah. Warum kommst du immer zu spät? Oder warum kleidest du dich nicht vernünftig? Das ist halt auch krass, weil Männer haben da eine ganz andere Herangehensweise. Also eine Frau ist halt so auch konfliktscheu. Also Frauen tendieren auch oft zur Konfliktscheuheit und Männer sind halt wirklich so, ey, was soll der Scheiß? Und manchmal braucht man halt wirklich auch dieses harte Welt der Männer, um es mal so zu nennen. Einfach, ich finde das auch ganz toll. Hart aber herzlich. Hart aber herzlich. Dieses Herausfordern, dieses so, hey, das kannst du besser, gib mal dein Bestes. So, ich fordere dich jetzt heraus, du gib noch Gas, du kannst noch ein bisschen mehr. So. Ja. Und du denkst dir so, ah, du Penner, halt jetzt deine Klappe. Aber danach denkst du dir so, danke, Mann. Ja. So. Und das ist sozusagen meine erste große Säule, ist, dass du in den Kontakt mit anderen Männern kommst. Dass du Kumpels hast, dass du Mentoren hast. Das ist so essentiell wichtig, an denen du dich orientierst, weil mein Leben ist durch die Decke gegangen. Also ich kann mich noch erinnern, meine Mutter, eine sehr, sehr weise Frau, hat irgendwann gesehen... Du bist auch bei deiner Mutter aufgewachsen, ne? Ich habe über Mama und Vater, ich habe zwei sehr, sehr starke Elternteile gehabt. Ah, okay. Mein Vater war mit 21 Jahren, hat er eine 100-Mann-Kompanie in der DDR-Armee geführt, also in der NVA. Krass. Das war so, Militärlaufbahn, alles klar. Meine Mutter, Mathe-Physiklehrerin, auch sehr starke Frau.
Und da musste ich halt einiges lernen. Ich bin heute so dankbar. Ich hab jahrelang meinen Vater gehasst. Ich habe wirklich jahrelang gesagt, so, boah, warum habe ich so einen scheiß Vater gehabt? Und heute bin ich sehr dankbar auch über diese Härte und auch über diese Disziplin, die ich damit bekommen habe. Jetzt muss ich zwar so ein bisschen so auch in die Weichheit musste ich auch erlernen und mich auch einfach mal locker zu lassen und nicht alles so irgendwie versuchen, strukturieren und aus dem Kopf herauszumachen. Aber ich bin da sehr, sehr dankbar, dass ich erstmal so aufgewachsen bin, wie ich bin. Und meine Mutter ist irgendwann, ja, wie soll ich sagen, aus einer weiblichen Intuition heraus, hat sie mitbekommen, okay, bei mir stimmt irgendwas nicht. Weil ich habe eine ganze lange Zeit lang meinen Vater wirklich so verurteilt für den, der ist. Ich habe ihn dafür verurteilt, dass er so viel Geld verdient hat und dass er mir nie einen gesunden Umgang mit Geld gezeigt hat. Ich habe ihn dafür verurteilt, dass er nicht wirklich da war, weil er immer mit seiner Firma beschäftigt war. Und. Ich habe also meinen Fokus auf das Negative an meinem Vater gelegt. Und mein Leben war nicht so gut. Also wir haben es jetzt 2018, das heißt vor 10 Jahren, hättest du mich gesehen, wäre ich so ein kiffender Typ gewesen, der vor seinem World of Warcraft Account gehockt hätte und irgendwie einen Joint nach dem anderen geraucht hätte, um dabei irgendwie seinen Charakter aufzuleveln. Ist so, echt? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, also, wirklich richtig, richtig krass schlecht. Also ja. Ich habe auch überhaupt keinen Erfolg mit Frauen, also ab und zu habe ich dann durch Glück doch mal irgendwie eine Freundin bekommen, aber es war wirklich, ich war auch dann mit dieser Frau zusammen, weil ich dachte, ich kriege keine andere. Ja, ich habe sie eigentlich schon irgendwie geliebt, aber irgendwie so, eigentlich hätte ich lieber nach einer anderen Frau mich umgeschaut, aber das war wirklich, ich war so das Sinnbild von, jetzt nicht hart depressiv, aber mit mir selbst absolut nicht im Reinen. Mhm. Und meine Mutter hat dann irgendwann mich angefangen mitzunehmen auf ein NLP-Seminar, so ein Wochenendseminar, und es war, ich will, um die Geschichte ein bisschen kürzer zu machen, ich habe dann einfach mit einem gesprochen und er hat mir dann gesagt, hat mir Dinge über mich selber gesagt, die er anhand meiner Sprache bemerkt hat und anhand meiner Körpersprache, wo ich so baff war, wo ich dachte, das will ich auch wissen. Wie macht er das? Und meine Mutter war schlau gewesen. Die hat dann gesagt, so, ja, guck mal, dort gibt es so ein Seminar, das macht einer der berühmtesten NLP-Trainer Deutschlands. Der macht das Seminar und es kostet sehr wenig. Und ich bin da hingefahren, weil ich dachte, ich lerne was über NLP. Was ich nicht wusste oder wo ich hätte mal die Seminarbeschreibung hätte lesen sollen, war, dass ich ankam und festgestellt habe, warte mal, irgendwie sind hier nur Kerle. Und irgendwie so ähnlich wie der Typ, von dem du vorhin erzählt hast. Hast du als Frauen erwartet oder wie? Ja, ich habe gedacht, das ist irgendwie ein gemischtes Seminar. Okay. Ich bin da einfach hingefahren. Und weißt du, war ich eigentlich auch, ja. Ja, es ist halt so manchmal so, weißt du. Immer das Kleingruppe lesen. Und das Weird oder das Komische in dem Moment war genau das, was dein Kumpel da vorhin meinte. So. Oder der Teilnehmer, von dem du gesprochen hast. Dass alle waren irgendwie so herzlich miteinander. Die haben sich alle umarmt, die haben alle so gelacht. Und ich dachte mir so, oh fuck, ey. Wenn mir hier nur ein einziger Kerl irgendwie an die Wäsche geht, bin ich hier sofort weg. Ich war so verkrampft und so, oh mein Gott. Und so verkrampft war ich auch mit meiner Männlichkeit. Ja. So viel Angst, wie ich vor den anderen Männern im Außen hatte, ohne es mitzubekommen. So viel Angst hatte ich vor der Männlichkeit mit mir selbst. Ja. Und deswegen ist diese Zeit unter Männern so wichtig. Da habe ich Mentoren kennengelernt, da habe ich Freunde kennengelernt. Und über den, ich fühle mich okay mit dir, herzlichen Kontakt zu den anderen Männern, habe ich einen herzlichen Kontakt mit, ich fühle mich okay mit mir bekommen. Dadurch, dass ich habe da eine ganze Reihe an Mentoren auf diesen Seminaren kennengelernt, wo ich da war, die mir einfach gezeigt haben, dass so viel mehr im Leben möglich ist, als sich bekifft vor ein Computerspiel zu setzen. Und das ist so essentiell und hat mich so stark bereichert, dass ich, wenn ich auf eine Sache zusammendampfen müsste, was ist Männlichkeit stärken, wenn ich dir nur, es ist ein ganzes Set, aber wenn ich nur eine Sache dir mitgeben dürfte, dann verbring Zeit unter Kern, unter reinen Kerngruppen, weil das macht so viel mit dir, dass es dann, erstmal interessieren dich die Frauen dann nicht mehr so viel, weil es irgendwie auf einmal läuft. Ja. Das ist so die erste große Säule, wenn du mich fragst, so, hey, okay, wie funktioniert denn das mit Männlichkeit stärken? Ist ein ganz interessanter Punkt. Ich habe letztens sowas gelesen im Sinne von, deine besten Freunde sind die Freunde, die du von ganz, ganz früher noch hast. So, weil ganz früher warst du halt so homo interessiert. Da haben dich halt nur andere Typen interessiert, weil du warst ja. So, oh, Mädels, die sind, Mädels. Die stinken und ärgern einen. Die sind blöd. So, ich habe auch ganz früh schon nackt ausziehen gespielt, aber das ist eine andere Sache. Und sollst halt, also da machst du eine Verbindung mit Kerlen, ja. Die ganz anders ist, weil dein Interesse liegt auf anderen Jungs. Ja. So, und dann kommst du in diese Phase, wo du an Frauen interessiert bist und dieser Typ, oder ich weiß gar nicht, wo ich es gelesen habe, hat aber gesagt,
nach dieser Phase wirst du nie wieder so enge Freundschaften entwickeln, wie da in dieser Phase, hat er gesagt. Das fand ich, jetzt wo du sagst, das fand ich total interessant, diese Aussage. Ja, da bin ich tatsächlich das Gegenbeispiel davon, weil ich tatsächlich keine, bei mir wechseln sich die Freunde, ich sag mal, bis auf Martin, den Kollegen, mit dem ich das zusammen mache, relativ gut durch. Mhm. Ich vermute mal, vor kurzem habe ich eine alte Freundin von mir tatsächlich wieder getroffen und ich merke, die sind irgendwie stehen geblieben. Also ich habe schon eine krasse Geschwindigkeit in meiner Persönlichkeitsentwicklung, muss ich schon dazu sagen. Auch getrieben, also es ist nicht nur alles so aus Friede, Freude, Lust an der Weiterentwicklung, sondern auch an den so, oh mein Gott, ich fühle mich unwohl. Das muss ich schon damit dazu sagen. Also ich bin jetzt hier kein Heiliger oder sowas, sondern, aber alte Freunde habe ich gar nicht so sehr. Aber mir ist es, seitdem ich angefangen habe auf, also zu diesem einen Workshop, nennt sich Eisenhans, brauchst du nicht im Internet eingeben, da findest du eh nichts. Oh ja, da wo man eingeladen werden muss. Da muss man eingeladen werden. Ja, ich habe einen Kumpel, der mir das erzählt und hat gesagt, ich soll mich da mal melden. Ja, meiner Meinung nach, mach mal. Ja, auf jeden Fall. Weil das heißt, du hast was Schönes, du kannst was Schönes mitgeben und du kannst auch was Schönes davon lernen, weil das ist eine... Also, stell dir mal vor, du hast... Weißt du, alle Menschen sind auf ein Auge blind. Oder nee, alle Menschen sind auf beiden Augen blind. Hm. Und du bist derjenige, der mit einem Auge sehen kann. Und denkst dir so, boah, krass, alles klar. So laufen viele Menschen durch die Welt. Die haben vielleicht angefangen, was von Persönlichkeitsentwicklung zu lernen. Und mir wurde auf diesem Seminar das zweite Auge geöffnet. Auf einmal konnte ich Sachen abschätzen und ganz neu durch die Welt gehen, weil ich wirklich so krass unter Kern war. Hm. Jetzt will ich nicht die ganze Zeit nur darüber reden, wie schön es ist und wie gut es ist, mit richtigen Männerfreundschaften unterwegs zu sein. Aber ich glaube, es ist langsam mal essentiell rübergekommen, dass ich der Meinung bin, dass egal, was du im Leben haben möchtest, wenn du dich an Mentoren orientierst, und ich sage nicht ausschließlich, ne, die Frauen haben ihre Berechtigung und auch meine gute, alte, weise Mutter hat mich ja schon in die richtige Richtung gelenkt. Aber mit Männern, also nur einfach unter Männern zu sein, die herzlich in guten Kontakt mit sich selbst und mit dir sind, das macht so viel in deinem Kopf, so viel mit deiner Psyche, das ist absolut notwendig, meiner Meinung nach. Wenn du sowas wie Männlichkeit stärken machen möchtest, dann nicht, indem du zu Frauen gehst und sagst, wie bin ich denn, wie wirklich denn männlich? Hm. Das ist der erste essentielle Schritt. Hm. Der wirklich, wirklich erste essentielle Schritt. Ein zweiter wichtiger Schritt, der mir gar nicht vorher so bewusst war, das ist so ähnlich wie das so, wie viel sehen wir eigentlich oder wie funktioniert das alles, ist, wie wenig ich meinen Körper gefühlt habe. Weil Männlichkeit, das ist ein Gefühl, das ist nichts, wo du sagen kannst, okay, gut, so und so, das sind die einzelnen Elemente, dann kommt oben das Dach drauf und das lässt sich alles logisch mit irgendwelchen mathematischen Formeln erklären, sondern das ist ein Gefühl, sowas wie Selbstwertgefühl. Mhm, absolut. Und dieses Gefühl haben viele Menschen, sind ab Hals abwärts, fühlen sich nicht richtig. Und das hörst du dann meistens, weil die haben dann eine sehr, sehr hohe Stimme, die reden dann ganz viel oben aus dem Kopf und aus ihren Bildern und die sind auch meistens ziemlich schnell in der Stimme und so war ich früher. Und mir wurde erst bewusst oder mir wurde auch auf diesen Männerworkshops mit verschiedenen Techniken und Workshop-Elementen, habe ich erst angefangen, tatsächlich meinen ganzen Körper zu spüren. Und es ist wirklich so, ich vermute mal, dass tatsächlich auch heute meine physische Berührung von meinem Körper ein anderes Gefühl mittlerweile ausmacht, weil ich mich selber mehr spüre. Wir Männer müssen im Generellen mehr ins Gefühl kommen. Mehr in das Spüren des eigenen Körpers, weil wir versuchen zu häufig Dinge nur mit unserem Kopf zu machen. Ja, das ist eine Tendenz, ne? So eine Verstandestendenz, absolut. Ja. Hast du dazu irgendwie ein, zwei Tipps, außer jetzt so ein Seminar zu geben, wo man das lernt, vielleicht irgendeine Idee? Ja. Yoga hast du erzählt, machst du viel? Yoga mache ich sehr, sehr viel, aber im Yoga muss man, ist halt eine sehr weibliche Art und Weise, muss man schon sagen. Yoga ist eher, also vielleicht widerspricht mir jetzt ein guter alter Yogi, aber wenn man zum Yoga geht, dann sind da meistens ganz viele Frauen. Und ich gehe gerne zum Yoga, weil ich habe es ein bisschen übertrieben. Ne? Ich habe ein Business über Männlichkeit, ich habe nur Kerle drüben im Büro sitzen, ich habe wirklich zu viele Kerle. Dann gehe ich gerne mal ins Yoga-Studio, wo alles nur Frauen sind, und dann mache ich da meinen Sonnengruß und alles ist schön. Mein Tipp ist tatsächlich Sport. Also ruhig auch mal ein bisschen Reference-Sport, also so ein bisschen was Härteres, Fitnessstudio, Gewichte heben, Pumping Iron fällt mir gerade so ein. So ist das nicht alles? Genau, das ist ein Film oder sein Buch, ne? Pumping Iron. Ja, genau, also Eisenstämmen. Genau, ja. Eisenhans.
Eisenhans, Eisenstern. Ja, das, die Geschichte vom Eisenhans, das ist ja auch das Spannende. Der Typ ist so ein wilder Typ in der Wildnis und der Schlüssel ist bei der Mutter und muss gestohlen werden. Genau, der Junge, wir können es ja. Ich habe es noch rumliegen zu Hause, das Buch, ich habe es noch nicht durchgelesen. Die Metaphorik ist wirklich gut, wenn man so auf ein paar Sachen drauf achtet. Das ist ein Märchen und der Eisenhans ist der wilde Mann, der aus dem Wald kommt. Er wird gefangen genommen und in den Verlies eingesperrt. Und der Junge spielt mit seinem goldenen Ball, ich weiß nicht mehr, was der Sinn von diesem goldenen Ball war, auf jeden Fall fällt dieser goldene Ball in den Kerker des Riesen. Und des wilden Mannes, genau. Und der sagt, ja, du kannst den Ball wieder haben, aber dazu musst du den Schlüssel holen. Und der Junge sagt, aber ich weiß auch nicht, wo der ist. Und der Eisenhans sagt, du weißt ganz genau, wo der ist. Und der Schlüssel ist nämlich unter den Kopfkissen der Mutter. Das heißt, du musst das symbolisiert diesen Abnabelungsprozess von der Weiblichkeit. Jetzt können wir ewig in diese Metaphorik rein. Ist auch super interessant und super schön. Kannst du auch einfach das Buch holen dazu, das auch ziemlich viel erklärt. Robert Bly, der Eisenhans, ist wirklich gut erklärt und auch sehr interessant mal für deine Beschreibung. Ja, unwahrscheinlich gut. Auf jeden Fall. Aber das ist im Prinzip wieder dieser Aspekt und da bekommst du auch mit, auch in diesen Märchen, wird halt der Vergängelte, also der Königssohn, dem alles immer zurechtgemacht wurde, der immer alles nur bekommen hat, ohne dafür hart arbeiten zu müssen, der ist in seine Männlichkeit auch tatsächlich über einen Aspekt, nämlich das Arbeiten gekommen, das Tun, das Machens, das sich ein Ziel haben und dafür einzelne Schritte in die Wege zu leiten. Und das ist so die dritte große Säule, wenn ich dann immer sage, was ist denn Männlichkeit oder was kann ich tun, um meine Männlichkeit zu stärken? Dann gibt es sicherlich noch viel, viel mehr Dinge. Das erste Wichtige ist, dass du viel, viel Zeit unter deinen Kumpels verbringst. Gerade wenn du eine Beziehung hast, extra dann, wenn du mit dieser Beziehung in einer Wohnung oder einem Haus zusammenlebst. Das wäre eben das Thema. Ja. Ex zurück und Probleme bei Beziehungen. Ja. Genau, unwahrscheinlich wichtig. Ja. Und die anderen beiden Aspekte sind, dass du ins Gefühl kommst. Und da helfen tatsächlich zum Beispiel herzliche Umarmungen, also tatsächlich den Körper zu spüren. Es hilft auch Meditation, es hilft auch Yoga. Aber dieses Unterkern zu sein, vielleicht auch mal miteinander zu ringen, also nicht nur dieses Weiche, sondern auch das Kämpfen miteinander, ist so essentiell. Früher haben wir, als wir in unseren Stammesgesellschaften waren, war dieses Miteinander-Ringen gang und gäbe, weil du musstest wissen, wie stark ist denn mein Gegenüber überhaupt. Wenn ich mit denen zusammen in die Schlacht ziehe und da kommen jetzt immer, ne, auf uns beide würden jetzt zwei Krieger zukommen und man sieht schon vom Weiten, okay, der eine ist stärker als der andere. Da müssten wir doch beide wissen voneinander, wer von uns hat mehr Kraft. Wer übernimmt den Stärkeren? Weil nur so können wir als Team überleben. Und ich habe es immer wieder festgestellt, dass wenn man mal miteinander ringt, in einen Boxkampf geht oder tatsächlich Ringen macht, dann baut man eine ganz andere Beziehung zu dem anderen Mann auf. So sehr, ich finde, es ist so etwas Respektvolles, wenn man körperlich so ein bisschen miteinander in Verbindung geht. Das ist so sehr, danach ist man so dieses, das ist so ganz unterschwellig, dieses, guckst ihn an, bist so, alles klar. Genau, dieses eben, ne, passt. So, das ist so Handschlag und Bruder. So ein bisschen. Das ist halt, ich will halt wissen, ganz einschätzen können. Das, ja. Frauen schätzen ja auch viel ein durch Kommunikation. Ne? Kommunizieren, deswegen ist ja auch beim Flirten, gebe ich immer Sachen mit wie ein bisschen Empathie und so, wenn sie verwirrt ist. So, hey, du wirkst ein bisschen verwirrt, einfach ein bisschen über die Sprache das klären. Das ist für Frauen technisch. Und bei Männern ist es halt wirklich so dieses. Da passiert das auf einer anderen Ebene, dieses Vertrauen. Ne? Das ist Reden. Auf einer körperlichen Ebene. Genau. Wenn ich nämlich einen Mann habe, mit dem ich dann, wo ich merke, der geht nur reden so und der kann auf dieser Ebene nicht, dann bin ich auch so ein bisschen, okay, was ist das für ein Mann? Ja. So. Und in dem Moment, wo dann dieser herausfordernde Aspekt ankommt und ich merke, der kann auch in einen Konflikt gehen, sei es das Körperliche. Das ist das Wichtige, da kann das Konflikt gehen auch können. Ne? Sei es das Körperliche oder sei es das eben das im Reden. Ja. Das kann ich, knickt der andere sofort ein, wenn ich sage, nee, das passt mir nicht über was ich da sehe. Oder also geht er sofort so rein, so, oh, naja, okay, ist das wirklich so schlimm? Oder sagt er, so bin ich halt. Das ist essentiell, dann weiß ich, okay, kann ich mich auf den verlassen oder nicht? Und das ist so, das ist die andere Art. Vom Umgang von Mann, statt vom Fernseher Fußball zu gucken und was man natürlich auch machen kann. Aber oder unter den Frauen. Ja. Wo es ganz viel diese Zickereien gibt, so ein bisschen. Das ist, ich kenne, Martin war früher Krankenpfleger gewesen, das ist ein sehr, sehr frauendominierter Berufszweig. Und was es da für Zickereien gab,
Um so Kleinigkeiten wahrscheinlich, ne? Und das ist halt, Frauen kriegen halt ihre Rangfolge raus, indem sie miteinander taktieren, indem sie Bündnisse eingehen, sich gegen die andere verschwören und diesen ganzen Kram. Hm. Männer sind da ein bisschen grob geschnitzter. Hm. Ja, die sagen dann einfach, das passt mir nicht. Und der andere sagt, ist mir egal. Und der andere sagt, Und dann ist dann aber, da passiert so viel auf der zwischenmenschlichen Ebene, dass dann einfach klar ist, kann ich mich auf den verlassen, dann ist einfach gut, dann hat man die Rangfolge geklärt, auch als Kerl. Und das ist so, da fehlt den Männern häufig das Gefühl, das Selbstbewusstsein, die Stärke, die Kraft, das sich im eigenen Körper zu spüren. Und das sind halt für mich immer so Wegweiser, weil es gibt so viele Möglichkeiten, seine Männlichkeit oder auch von mir aus gerne seine Menschlichkeit zu stärken. Aber ich kenne ja meine Männer und ich weiß, woran es hakt. Und es hakt an den Männerfreundschaften. Es hakt daran, dass die Männer nicht im Gefühl sind, sondern ganz viele Sachen versuchen wir irgendwie mit ihrem Kopf zu lösen. Hey, das ist scheiße manchmal. Manchmal muss man einfach nur fühlen und spüren und das alles mal emotional auch verarbeiten, was die Welt einem gibt. Und dann als drittes zu sagen, und das ist essentiell wichtig, wo will ich hin? Weil während die Frauen eher von dem Aspekt, eher das sind so, komm mal hierher ins Gefühl, komm mal in den Moment, komm mal ins Spüren, auch ins Spüren, komm mal hierher, sind die Männer eher so das, wo will ich hin? Hm. Und das ist auch das, was uns auszeichnet und das ist auch das, was uns attraktiv macht, dass wir uns eine Vision, ein Ziel haben und zielgerichtet handeln können. Das Boot auf dem Ozean, ne? Ja. Die Segel zu setzen. Die Frauen sind der Ozean und die Männer sind sozusagen das Schiff, was mit gesetzten Segeln, ich war vor kurzem in Kroatien, deswegen habe ich sehr, sehr gute Referenzen dafür, da sind wir nämlich gesegelt, durch das Meer durch, mit extremer Schräglage teilweise, das war schon an sich super, super geil. Und das ist so ein Sinnbild auch von, wo will ich hin und darauf zuzugehen. Und wenn du deine Männlichkeit stärken willst, dann ganz einfach, begib dich mehr unter Kerle, komm ins Spüren, also von mir aus auch durchs Kämpfen, durch das Miteinanderringen und mach dir klar, was du willst im Leben. Das sind so die drei essentiellen Säulen, da gibt es sicherlich sehr viel mehr, aber das ist das, wo ich sagen kann, so, wenn du das tust, da hast du 95% abgedeckt. Hm. Das heißt, die Leute, die dann zu dir kommen und mit denen du das machst, da ist dann auch so wirklich Probleme mit Frauen solved. Ja, ja. Also es hängt ja auch mit der Art und Weise des Marketings zusammen, was wir machen. Also wir machen ja jetzt nicht den großen Sportkanal, das kann man ja auch als Männlichkeit stärken. Sportkanal? Ja, das machen wir ja nicht. Wir schreiben ja keine Blogartikel über, wie kriegst du den Bizeps am stärksten, sondern wir schreiben ja schon ganz viel über die ganzen sexuellen Themen und auch die ganzen Flirt-Themen und machen da dementsprechend natürlich auch die Videos darüber. Hm. Das heißt, da findet natürlich eine gewisse Vorsortierung statt. Und die Männer, die zu mir kommen, und das ist ja auch der Grund, das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe, der Sexualdynamik. Der Weg zu den Frauen führt über die Männer, nicht über die Frauen. Kommt aus der sexualpsychologischen Geschichte her. Und da weiß ich einfach, dass wir mit unseren Ansätzen und dem Hintergrundwissen, was wir haben, dort am ehesten helfen können, weil dort am ehesten die Fehler gemacht werden, sich den Frauen hinterher zu rennen oder der Mama hinterher zu rennen, anstatt sich an dem Vater zu orientieren. Da ist unser Hebel, den wir haben, dieser Männlichkeitsstärkenhebel, einfach am effektivsten. Ja. Sehr schön. Das ist so ziemlich einmal, darüber habe ich halt ein ganzes Buch geschrieben, deswegen, das ist das Schöne, wenn man mal ein Buch geschrieben hat, du kennst es ja auch. Dann hat man die ganzen Themen verinnerlicht. Ja. Spiel das ab! Genau. Und dann spielst du es ab. Dann geht die ganze Sache einfach mal gut los. Das ist ja auch schön zusammengefasst in drei Schritten. Ich glaube auch, das ist ein riesiges Thema. Das ist auch so ein interessantes Thema. Also vor allem, ich glaube, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass ich glaube, viele Männer haben keinen Zugriff auf andere Männer, mit denen die sowas machen können. Ne? Das ist ja so ein bisschen das Ding. Ja. Weil wenn du jetzt zum Kumpel kommst und sagst, so, lass mal ein bisschen umarmen, ist der so, okay. Ja, genau. Bist du schwul oder so? Bist du nicht an mich ranmachen? So, dann wird dann wieder so Macho-Gehabe rausgefahren. Ich erinnere mich daran, mit den alten Freunden von zu Hause, die sind da nicht in so eine Richtung. Hier mit den Leuten aus Berlin ist das alles einfach. Mhm. Ein Kumpel von mir ist das super, super einfach. Wir sind da sehr direkt. Diese Männer sind überall. Die sind überall, ja. Die sind überall und das Bedürfnis ist überall da. Das glaube ich auch. Man muss nur den Mut haben, glaube ich, dass so mal so, hey, guck mal,
Das ist okay. Andere Art des Umgangs. Und ich kann mich noch erinnern, als ich meinen Vater dazu gezwungen habe, mich zur Begrüßung zu umarmen. Mhm. Ich weiß noch, die ersten paar Male war das halt echt Arbeit. Das war so, er wollte so, was soll das jetzt schon wieder? Und mittlerweile ist es so, hey, komm her und umarmt mich. Mhm. Und das ist einfach Widerstand auch davor, weil das ist irgendwie so komisch für viele, viele Männer. Und dann heißt es halt, einfach für sich auch mal zu sagen, okay, was will ich in meinem Leben? Will ich irgendwie so, ja, wir reden über alles, solange es heißt, wir reden nicht über Probleme und wenn dann nur mit genügend Alkohol und wir reden über Fußball und was die Welt wieder alles schlimm macht und warum XY das und die Nachrichten und siehst du nicht und ne, ohne wirklich in die Tiefe zu gehen. Wenn du auf der Ebene bleiben willst, dann brauchst du das halt nicht. Aber wenn du wirklich Tiefe haben willst, dann heißt es halt, diese Tiefe mit dir selber auszustrahlen, indem du zum Beispiel sagst, so, hey, ich habe Bock, meine Freundin zu umarmen. Und wenn dir das nicht ist, ist alles in Ordnung. Dann sehen wir uns zum Fußballspiel. Das ist ja auch legitim und in Ordnung und cool, aber ich habe irgendwann für mich entschieden, ich will eine andere Form des Miteinanders haben. Weil ich ein Miteinander haben möchte, was mich stärkt und was meinen Kumpel stärkt, was den Mann mir gegenüber stärkt. Ja. Und wenn du dich fragst, okay, wie finde ich solche Kumpels und sowas alles drum und dran, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dann sind wir nicht der einzige Ansprechpartner. Also wenn ich immer gerne empfehle, ist die Male Evolution. Genau, die haben einen Newsletter, wo die nichts anderes machen, als ein bisschen Werbung für ihre Mannsein-Konferenz, was total in Ordnung ist. Aber vor allen Dingen gibt es so total viele Männerstammtische drin, wo in jeder größeren Stadt gibt es einen Männerstammtisch heute mittlerweile. Und John führt den hier schon rein. Ja, John macht hier den zum Beispiel in Berlin. Und das kann ich nur empfehlen. Es gibt überall Männer. Manchmal muss man sich halt hinsetzen und Arbeit machen. Oder die Arbeit sich machen, zu sagen, okay, ich gründe halt so einen zusammen. Ja, das ist, glaube ich, eine geile Sache. Weil dann hat man auch gleichzeitig dieses, ich übernehme Verantwortung. Ich arbeite jetzt an einem Ziel, das ich habe. Ich bin kreativ und gucke, wie das funktioniert. Ich glaube, das kann ganz stark sein. Eine grundmenschliche Erfolgseigenart ist es halt so, nicht zu sagen, okay, oh, die Welt ist so schlimm, deswegen geht es mir nicht gut, sondern was kann ich tun, um diese Welt zu verändern? Und hier sage ich halt menschliche Eigenart, das hat nichts, was mit Männern oder Frauen zu tun hat, sondern aber da, ne, kannst du auch wieder Selbstbewusstsein zeigen, Männlichkeit zeigen und einfach zu sagen, okay, gut, dann mache ich das halt jetzt. Genau, in Handlung treten, absolut. Ja, das finde ich eine coole Idee. Weil dann ist man halt auch selbst, dann gibt man auch selbst diesen Raum für andere Männer da, damit reinzukommen. Und sicherlich auch für seinen eigenen Freundeskreis. Das ist eine coole Idee. Du bist halt dann der Mentor für andere. Ich habe halt jahrelang mich an Mentoren orientiert und habe immer versucht zu werden wie die und habe dann gar nicht mitbekommen, wie weit ich eigentlich schon bin, bis dann irgendwann sich angefangen haben, andere Männer an mir zu orientieren. Das war mir erstmal so ungewohnt, weil dieser kiffende Nerd von früher, der eigentlich überhaupt nichts wusste über Frauen oder über Zielerreichung oder wie fühle ich mich im Körper. Auf einmal kommen andere Männer zu denen und sagen so, Sven, wie machst du das? Und dann so, okay, wie mache ich das ja eigentlich? Und dadurch habe ich mir angefangen, Gedanken zu machen und auch anderen Männern angefangen, wirklich zu helfen darin. Sei es, die kommen mit Themen wie, boah, wie kann ich die Frau ansprechen, wo es immer am Kern, ich arbeite sehr, sehr gerne an dem Hintergrund, weil die Tipps, die ganze Methodik, was ich sage, was ich tue, wie ich sie küssen soll, wie soll ich sie fingern oder was auch immer. Das findest du alles im Internet. Aber daran hapert es nicht. Das ist nicht die Technik oder der Kontext, der ist eigentlich häufig scheißegal. Sondern das, woran es wirklich, wo man den Hebel ansetzen kann, ist halt an der Persönlichkeit. Wie fühle ich mich? Weil wenn du dich selbstbewusst fühlst und im Körper selbstbewusst dich spürst, es ist scheißegal, was du zu einer Frau sagst. Dann kommt es so rüber, weil das, wie ich es mache, wie Ausstrahlung. Dann kannst du über World of Warcraft reden und die Frau findet das faszinierend, weil du es faszinierend findest. Ja. Yeah. State Transference. Wenn du dich gut fühlst, dann fühlt die Frau sich im Umkehrschluss auch gut. Absolut. Absolut. Ja. Wunderschön. Ja. Das ist so die, naja, was soll ich sagen, ist nicht meine Erfolgsmethodik, aber doch die Art und Weise, wie ich arbeite und naja, die Reichweite oder den Erfolg, den wir haben, da gibt uns recht. Also wir sind einfach schon recht groß geworden. Ich meine, wir könnten nicht so viele Mitarbeiter haben, wenn wir da nicht irgendwie schon was hätten, auch über längere Zeit hinweg. Ne? Das ist richtig. Was funktioniert. Absolut. Ja. Ich glaube, wir haben das ganze Thema sehr gut so zusammengefasst, gerade mit den drei Schritten. Ja. Ich mag dir gerne noch ein Abschlusswort geben.
ja, ein Abschlusswort. Mal was sagen kannst. Ja, jetzt kommt die Werbung. Jetzt kannst du die Marketingkanone auspacken. Naja, guck mal, der Aspekt ist ja, du hast ja schon ein paar Probleme gut angesprochen. Das Problem ist so, oh, meine Kumpels sind nicht so. Oder ich habe gar keine Kumpels oder was auch immer. Und das Ähnliche, was ich erfahren habe auf diesem Männerseminar, wo ich war, war nämlich, als ich auf dieses Männerseminar gegangen bin und ich kam wieder, habe ich gemerkt, so, irgendwas hat sich verändert. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, was der Punkt war, was sich da verändert hat. Und das konnte sich an so etwas Lapidaren zeigen, wie die Nähe zu meinem Mitbewohner, die ich hatte. Weil damals hatte ich wirklich ein großes Problem mit Frauen. Ich war, glaube ich, seit 2 Jahren Single, kein Sex, kein Küssen, gar nichts. Es war wirklich so, boah, meine einsamste und depressivste Zeit überhaupt. Ich war auf diesem Männerseminar, ich komme wieder nach Hause in meine WG und ich merke einfach nur, wo ich früher mich immer extra auf die ganz andere Seite der Couch gesetzt habe, wenn ich mich mit meinem Mitbewohner unterhalten habe, und das war so eine 4-Plätze-Couch, habe ich jetzt vollkommen selbstverständlich ihm sehr nah gesessen und konnte ihm auch emotional näher kommen. Nämlich emotional so nah, dass ich mich endlich getraut habe, meine Schwäche mal zu zeigen. Und mal zu sagen, hey Sascha, sag mal, ne, weil der konnte das, der konnte Frauen verführen. Und ich habe den einfach mal gefragt, so, hey Sascha, wie machst denn du das? Und damals habe ich meine erste und auch mit einer der initialen und best Coaching-Einheiten bekommen meines Lebens. Von Sascha? Von dem Sascha, wo er einfach wusste, er hat gesagt, so, hey Sven, guck dir mal dein Leben an. Der war nämlich offen, herzlich und ehrlich mit mir. Und ich habe die ganze Zeit nicht kapiert, dass dieser Kumpel schon die ganze Zeit neben mir war. Der hat eine ganze Menge Sachen verstanden gehabt. Und was ich, bei mir waren halt bloß diese inneren Ängste. Und wenn du halt dich fragst, so, okay, gut, ah, fuck, meine Kumpels sind nicht so cool, oder wie komme ich jetzt überhaupt in mein Gefühl, oder mit den Frauen läuft das nicht so, dann machen wir was. Wir machen Workshops und Reisen nur für Männer. Wo wir sagen so, hey, wir gehen zum Beispiel, was unser Dauerbrenner ist, wo wir jedes Jahr hingehen, wir gehen nach Rumänien, die Reise ist immer ausverkauft, ich brauche deswegen nicht so viel krasse Werbung machen dafür, weil es eh gut funktioniert. Und die Männer kommen danach, du kannst dir ja diese Testimonials von den Kerlen anschauen, die kommen da zurück in ihr Leben und die sind wacher, die sind lebendiger, sie sind dauert in dem Moment. Und auf einmal sind diese ganzen Sachen, was sage ich zu einer Frau, wie frage ich sie nach einem Date, das ist alles so egal. Weil es ist nie der Content, der das Problem ist. Es ist das Gefühl mit dir selbst. Und wenn du ein Gefühl mit dir selbst hast, stell dir vor, du kriegst über 2 Wochen lang gesagt, du bist ein cooler Typ, ne, wo du dich mit anderen Männern abstimmen musst, wo du vielleicht Gewicht übernehmen musst von jemand anderem, der es vielleicht nicht so, der gerade nicht so stark ist, der sich schwach zeigen darf. Und wo du sagst, hey, das ist cool, wenn er sich schwach zeigt, weil dann kann die ganze Gruppe damit gut arbeiten. Du gewinnst dadurch so viel und das machen wir. Wir machen Männerreisen, wir machen Männerworkshops. Bei uns kann man auch ganze Online-Produkte kaufen. Das ist auch gutes Zeug. Aber die Essenz von dem, was wir machen, das sind unsere Workshops und unsere Reisen. Das ist das, wo ich wirklich sage, da liegt die stärkste Kraft von uns. Da liegt die krasseste Energie. Da nimmst du am meisten mit. Und alles, was du tun kannst, natürlich, ich habe auch ein Buch geschrieben, ich habe es erwähnt, da kannst du die ganzen Informationen nochmal nachlesen. Aber das Wichtigste ist, komm mit uns nach Rumänien oder komm mit auf einen unserer Workshops, damit du das spürst. Weil intellektuell kommst du das nicht mehr weiter. Das haben wir gesagt, das ist ja das Problem, das Intellektuelle. Das ist ja die Ebene, auf der das Problem bestanden ist. Deswegen muss man jetzt auf eine andere, höhere Ebene gehen. Ja, ja. Genau, das ist ein Zitat, was den Einstein zugesprochen wird. Das Problem kann man nicht auf der Ebene lösen, auf die man es erschaffen hat. Genau, und in dem Sinne, Männlichkeit stärken eingeben, da findest du unsere Webseite oder wir haben auch einen relativ großen YouTube-Kanal, heißt auch Männlichkeit stärken. Wirklich alles in der Beschreibung. Genau, da einfach dich reinklicken, dir anschauen, was es dort gibt und ja, vielleicht einfach mal dich trauen, so dieses, okay, das sind andere Männer. Das sind dann nur Männer und wie soll mir das jetzt helfen mit den Frauen? Einfach mal, weißt du, einfach mal den Schritt wagen und hineinspringen und spüren, wie sich etwas verändert im Leben. Ja. Ich glaube, das ist so meine Werbeeinlage. Wunderbar präsentiert. Die Sachen sind hier in der Beschreibung verlinkt. Schaut euch das gerne an. Wenn ihr dazu noch eine Frage habt, schreibt es in die Kommentare und dann beantworte ich die oder vielleicht auch der Sven. Ja. Schön. Und schön. In dem Sinne, schön, dass wir es gemacht haben. Schön, dass ich hier auch sein konnte in eurer tollen Wohnung, schrecklich in eurem Büro. Es war wunderbar hier. Auch ganz toll, wie ich finde, wir hatten eine super Dynamik beim Quatschen und konnten. Das war echt super.
Ja. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, auf jeden Fall. Dann war es das hier heute von diesem Video. Wie gesagt, wenn du Fragen hast, schreib gerne in die Kommentare rein. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin, ciao. Schön. Wunderbar. Noch ein Arschweh. Ja. Alter. Ja. Wir haben auf diesen Stühlen schon lange gesessen.